Hallo, liebe Wasserzeichen, ich grüße dich herzlich. Mein Name ist Jacqueline und diese Legung ist für alle, die im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten Fische, Krebs oder Skorpion sind, also alle, die dem Element Wasser zugeordnet sind. Wir schauen jetzt einfach mal, was hier gerade, ich sag mal, Phase bei dir ist, worum es geht und was hier der Impuls ist, den ich weitergeben darf. Was hier der Rat für dich ist. Es ist eine zeitlose Legung, aber solltest du die Legung zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich die Legung online gestellt habe, sehen, sprich Mitte August, dann hoffe ich sehr, dass die Legung dir ein paar Impulse und positive Energie schenkt, weil, wie ich finde, der August aktuell schon sehr herausfordernd mit den Energien sind und ist. Entschuldigung, ist. Und so hoffe ich, dass dir die Legung etwas Positivität schenkt. Ich verbinde mich jetzt mit dem Kollektiv der Wasserzeichen. Alle, die im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent, Fische, Krebs oder Skorpion sind. Worum geht es hier? Was zeigt sich? Welchen Impuls darf ich hier weitergeben? Und ich werde die Neunerlegung machen, lasse mich aber intuitiv leiten, da ich hellsichtig Bilder erhalte und auch Botschaften höre, die ich dann weitergebe. Nehme ich mich die Karte nach unten legen, weil die tatsächlich gleichzeitig gezogen wurden für unten. Die wollten beide raus, also nehmen wir die beide. Dann machen wir das doch. Alle Decks, die ich benutze, findest du natürlich unten in der Beschreibung. Ansatzweise gerade. Ja, liebe Wasserzeichen, wir schauen jetzt mal, worum geht es hier bei dir? Hey. Fünf der Stäbe, der Narr und hier wollten zwei raus. Zehn der Kelche, Ritter der Münzen. Das ist ja interessant. Okay, ich nehme mal hier meinen Zauberstab, damit ich ihr besser zeigen kann. Okay, also wir haben hier fünf der Stäbe. Das ist die Karte des Konfliktes, muss man sagen. Die Karte des sich durchsetzen, sich gegen andere durchsetzen, Konflikte, Meinungsverschiedenheit, kämpfen für etwas bekomme ich hier. Es kann sich hier um etwas Neues drehen. Mit dem Narr dreht es sich natürlich oft um Leichtigkeit, um Neuanfänge aber auch. Hier unten haben wir 10 der Kelche. Das ist die Karte der Harmonie, der vollen Kelche, der emotionalen Fülle. Und wir haben hier Ritter der Münzen, deutet auf eine Personenkarte hin, kann aber auch sich auf emotionale Stabilität hindeuten. Also, du kämpfst hier um etwas oder du setzt dich hier durch. Vielleicht ist gerade auch, vielleicht ist gerade so viel Neues um dich herum oder so viel Neues um dich herum passiert in so vielen Bereichen deines Lebens, dass dir das gerade zu viel wird und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das bekomme ich hier gerade. Also hier ein Stab, wo man drum kämpft, könnte jetzt hier zum Beispiel beruflich sein. Da passiert viel Neues oder du möchtest etwas verändern. Ein Stab ist hier das Thema Geld, wo du was klären musst. Ein Stab könnte hier Gesundheit sein, dass du auf dich achtest. Ein Stab könnte die Liebe sein. Ne? Was mache ich dann der Liebe? Und es ist alles ein bisschen zu viel. Und dadurch, dass es so viel ist, ist es ziemlich anstrengend.
Es kann gut sein, dass es auch ganz viel mit anderen Menschen und Meinungen zu tun hat. Du möchtest hier wirklich wieder in die Leichtigkeit, du möchtest das Neue und diese Ideen, die du hast, einfach ausleben, aber am liebsten wirklich leicht. Und du möchtest, auf einer Seite bist du hier wirklich auch dankbar, also emotional erfüllt und ganz viel Dankbarkeit bekomme ich, weil hier so viele tolle Möglichkeiten oder so viel Tolles vielleicht auch passiert oder so viele Chancen. Aber es gilt hier irgendwie zu gucken und du als Wasserzeichen wirklich mehr in die Bodenhaftigkeit zu gehen mit dem Ritter der Münzen, vielleicht die Unterstützung zu holen von einem Ritter der Münzen, der vielleicht sich auch finanziell auskennt oder der sich gut auskennt in rationalen Dingen. Also zu schauen, wir fangen jetzt damit an, ne, von allen Bereichen, weil das macht am sinnvollsten, weil da sind wir schnell durch, beispielsweise. Also du wünschst dir jetzt eigentlich so ein bisschen jemand, der dir Struktur reinbringt, jemand, der dich unterstützt. Ja, hier haben wir König der Stäbe, in der Vergangenheit liegen den Turm und Ass der Münzen. Der Turm, große Arkana, ne, haben wir hier schon zwei liegen. Das ist natürlich immer ein plötzliches Ereignis. Das kann auch auf das Thema Arbeit hindeuten, Beruf. Ne? Auch da, ne? Dass plötzlich was kam, eine plötzliche Veränderung, ein plötzliches Aufbrechen, aber auch von einer Situation, die du so nicht erwartet hast, was dich ein bisschen zerrüttelt hat. Wo man denkt, oh Gott, damit hätte ich niemals gerechnet. Das kann mit einer Person zu tun haben. Das könnte auch ans Feuerzeichen oder Erdzeichen hindeuten. Also es kann gut sein, ja, dass du hier in der Vergangenheit durch dieses Ereignis oder das, was plötzlich passiert ist oder plötzlich emotional auch bei dir passiert ist, dass du ja da zum einen versucht hast, wirklich auf deine Gefühle und deine Ideen und Impulse zu hören. Und hier liegt das Ass der Münzen, was natürlich immer eine super Chance ist, eine Chance aus dem Universum. Im klassischen Tarot ist es so, ne, das mit der Hand, mit der Münze, die aus dem Himmel kommt. Das könnte aber etwas gewesen sein, was sich nicht gut angefühlt hat, was aber rückblickend, vielleicht siehst du es auch jetzt schon, vielleicht auch noch nicht, dir eigentlich in dir viel aufgerüttelt hat und etwas Neues freigelegt hat. Wie ein Potenzial, wie eine Eigenschaft oder dass ein Verhaltensmuster dadurch freigelegt wurde, was du jetzt löst. Ich bekomme es nicht wirklich negativ. Ich bekomme es als vielleicht ein bisschen unangenehm und auch jetzt weißt du nicht, wie du es angehen sollst. Aber wir gucken jetzt auch mal, wo es hingeht in die Zukunft. Wow, ein Königspärchen auch noch in deinem Element. Und große Arkana, Fische. Fische? Habe ich gerade Fische gesagt? Warum habe ich gerade Fische gesagt? Ich glaube, weil ich auf den Fisch geguckt habe. Vielleicht aber für dich gerade für das Fischzeichen interessant. Das ist ja echt interessant. Also, es geht hier wieder in die emotionale Fülle, in die emotionale Stabilität in dein Zeichen. Du bist das Wasserzeichen. Kelche ist dem Wasserzeichen zugeordnet. Du kriegst das hier alles hin. Also du bist hier gerade noch in der Findungsphase, aber entweder holst du dir Unterstützung oder du gehst selbst in die Energie, dass du das alles hier schaffst. Vielleicht sogar was Neues. Du kriegst das alles geregelt. Hier liegen natürlich ein Pärchen. Das kann gut sein, vielleicht ein Herzensmensch, dass er dich unterstützt. Das kannst du jetzt aber noch nicht sehen. Es wird sich der Blick für dich verändern. Der Blick vielleicht aber auch auf euch beide, auf deinen Herzensmenschen oder wirklich auf dich selber, dass du dich selbst einfach mal beleuchtest in jedem Bereich hier in deinem Leben und schaust, wo stehe ich jetzt, Bestandsaufnahme, wie stehe ich jetzt in jedem Bereich in meinem Leben und wie möchte ich eigentlich in jedem Bereich in meinem Leben stehen? Also wie würde die perfekteste Version von dir aussehen in jedem Bereich? Und da wirst du auch hinkommen. Und du bist hier unterstützt von einem König der Kelche. Könnte auf ein Wasserzeichen hindeuten, kann auf einen Mann hindeuten. Wenn du als Mann zusiehst, kann es auf eine Frau hindeuten, drehst dir um. Also du bist hier geführt. Es fließt. Ich bekomme gerade, es fließt in die Fülle. Emotionale Fülle. Du bekommst den Blick für etwas. Geschuldet hier auch eine Situation aus der Vergangenheit. Ne, wo du dich durchkämpfen musstest.
Das kann auch sein. Eine Situation, eine neue Möglichkeit, die du jetzt vielleicht noch auch als anstrengend empfindest, weil du es noch nicht ganz sehen kannst, wird sich aber auch fügen. Also es geht hier in eine gute Richtung. Es geht hier in die emotionale Stabilität. Am unteren Kartenrand haben wir wieder die Kelche, dein Zeichen, also Wasser. 7 der Kelche. Alles ist möglich, bekomme ich hier gerade. Ne? Wir können nicht wissen, wir träumen vielleicht von ganz vielen Kelchen. Wir haben hier ganz viele Situationen. Und da wird jetzt mehr Klarheit reinfließen. Also da darf jetzt mehr Klarheit reinfließen. Du darfst jeden Kelch nach und nach angehen. Wichtig ist, dass du dir jetzt klar bist, mit welchem Kelch du anfängst. Ich möchte eine Überschriftskarte für meine Wasserzeichen zu der Legung, ein Rat der geistigen Welt. Runtergefallen, sogar ziemlich weit weggerutscht. Ja, aber da hat es sich doch gelohnt. Das, was eigentlich liegt, Erfolg. Ja, das wird alles wird hier erfolgreich sein. Das geht in eine erfolgreiche Richtung. Es liegt an dir hier, welchen Kelch du zuerst ja, bearbeitest, sage ich mal. Aber jeder Kelch wird, es wird erfolgreich. Egal, für was du dich hier entscheidest, du wirst dich für das Richtige entscheiden. Das bekomme ich hier. Ich hätte gerne abschließend noch eine Karte für einen Rat für deine emotionale Gefühlswelt. Emotional ein Rat. Was darfst du hier beachten? Weil das haben wir ja auch natürlich liegen. Und du als Wasserzeichen bist ja pure Emotionen und Gefühl. Es kamen 2 Karten. Die Gabe und Natürlichkeit. Ja, also du darfst hier natürlich sein. Du darfst hier wirklich deine Gefühle beachten, wertschätzen, dich selbst lieb haben und deine Gefühle, Emotionen teilen. Du darfst ja auch sagen, das ist mir gerade zu viel. Okay, ne, du darfst auch sagen, hier, ich brauche Unterstützung, hilf mir, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Denn deine Gabe sind die Gefühle. Und hier schlummert eine Gabe, ein Potenzial, wie ich schon gesagt habe, was hier freigelegt wurde. Und das, ich habe so das Gefühl, was mir gerade durchgegeben wird, das ist mega. Hier ist etwas passiert, das war vielleicht nicht so schön, aber dadurch wurde ja etwas freigelegt, ne? Habe ich ja gesagt. Etwas, ein Verhaltensmuster, wie auch immer, was du erkennst jetzt. Und das ist ein Potenzial, das ist eine Gabe von dir. Und das bringt dich ja auch wieder ins Gleichgewicht. Also hier wird, diese Gabe ist der Kelch, das ist ein Geschenk. Und du bist jetzt dabei, das hier wirklich zu erkennen und dann wird sich das transformieren. Und dadurch gehst du in den Erfolg. Sei natürlich und achte auch auf deinen Ausdruck, also wirklich fühle in dich rein und sprich das aus, was du denkst. Liebe Wasserzeichen, ich bin gespannt, wie die Legung mit dir resoniert. Sollte dir die Legung gefallen haben, freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft auch und ja. Ich hoffe, du konntest einen Impuls mitnehmen und ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles, alles Liebe und ganz viel Kraft. Und ja, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.